sich in dem Produkt, das dort entstanden ist, in irgendeiner Form verewigen. Ein zauberhaftes, entzückendes Produkt. Dieser Gero Mauritius. Hugo heißt er auch noch. Ja, Hugo. Weil ich alles weiß, nicht? Ja, alle meine Söhne haben eigentlich hinten nach immer Hugo, weil ich damit meinen Vater ehren möchte. Das ist schön. Das ist schön. Ja. Schön, wenn man heute sowas sagt. Ich höre das sehr gerne. Und ich hoffe, man macht es nach. Erste Liebe haben Sie gewählt. Ja. Erklären Sie ihr die erste Liebe. Achtung, fertig, los. Wo findet sie statt in einer Gartenanlage längliche Sitzgelegenheit? Bank. Bank ist richtig, aber davor noch etwas diese... Rasenbank? Nein, diese, nee. diese Anlage mit Pflanzen und mit Blumenbank? Nee. Weiter. Was gibt man der geliebten Person? Kuss. Was bringt man ihr mit, damit Blumen. Sie sich freut? Was schreibt man... Liebesbrief. Ja. Es war der Liebesbrief. 3 Punkte sind es geworden. Es geht weiter, bitte. Es geht nur noch um 1000 Mark. In der zweiten Runde später verdoppelbar auf 2000. Wenn alle 7 durchgeraten werden, auch da 200 Mark. Bitte, Katharina Jakob. Scheidung. Scheidung. Bitte, bitte, sie möchte sie, sie wird sie kriegen. Achtung. Aber der Anfang war noch gar nicht ja, da. Ja, eben. Der Anfang war noch gar nicht da. Achtung, fertig, los. Was ist das, wenn man sich unheimlich prügelt zwischen den Eheleuten? Das Streitereien. Ist ein, ja, was ist ein anderes Wort dafür? Was auch viel Lärm. Was ist ein anderes Wort dafür? Ja. Dann, wenn ich zwischen meinem Mann, also neben meinem Mann noch jemand anderen habe, dann bin ich, was bin ich dann? Wenn ich noch mit jemand anderem ins Bett gehe? Liebhaberin. Nein, was mache ich dann? Dann mache ich etwas ganz Bestimmtes. Weiter. Weiter. Dann, dann, wenn ich, nicht lachen, wenn ich, also wirklich. Was mache ich dann? Weiter. Ich glaube das nicht. Vermählung, Hochzeitsreise, Ehe und Kosenamen. Es, bitte den Schirm drehen, Frau Rufalski. Drehen Sie mal rüber zu sich. Ja. Und was möchten Sie haben? Nicht die Kosenamen. Die Vermählung. Die Vermählung. Achtung, fertig, los. Der Tag vor der Hochzeit. Was wird da gefeiert? Heute Abend. Die beiden, die zum Altar schreiten, wer ist das? Das Ehepaar. Der Paar ist richtig. Brautpaar. Ja. Und bei der Hochzeit, die beiden, die dabei sind, wer ist das? Trauzeugen. Und wer vollzieht die Trauung? Der Standesbeamte oder der Pfarrer. Ja. Und was trägt man dann auf der rechten Hand? Den Trauring. Anderes Wort für? Ehering. Ja. Und was hat die Frau an der Hochzeit? Hochzeitskleid. Kleid ist richtig vorne. Ein Brautkleid wäre es gewesen. Es gibt noch 3 Möglichkeiten. Ja, da war Scheidung hatten, wollen wir jetzt die Ehe nehmen. Nehmen Sie Ehe. Okay. Achtung, fertig, weiter. In der Ehe kriegt man, hast du 2 Jahre alt? Ein Kind. Richtig. Man hält sich die? Die Treue. Ich gebe der Frau... Geld, was? Ja, Geld ist richtig, Geld ist richtig. Alimente, was? Nein, um die das, um damit sie das Essen kaufen kann. Haushaltsgeld. Gibt's auch einen Krach, aber anderes Wort dafür? Streiterei. Hast du nicht. Ehering. Nein. Was? Was hab ich? Die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter ist noch nicht da. Katastrophe. Herr Dr. Heindl. Ja. Herr Dr. Heindl, ich bin der Meinung, Streiterei wurde gesagt, aber es ging um Streit. Nun will ich ja keinen Streit mit Ihnen haben, damit Sie hinterher nicht kommen und sagen, Sie haben das nicht bemerkt. Habe ich Sie ausnahmsweise überrascht? Nein, Sie haben mich nicht überrascht. Sie haben völlig recht. Gefragt war nach dem Wort Streit und die Antwort war Streiterei. Deswegen das habe ich gerade erklärt. Deswegen kann der Punkt auch nicht gegeben werden. Aha. Es sind in dieser Runde nur 3 Punkte, insgesamt also auf dieser Seite 4 Punkte. Sehr schön. Ist das nicht toll, wie ich Ihnen das eben gesagt habe? Weil wenn Sie das jetzt umgekehrt gesagt hätten, bei einem Anwalt wird es sofort Geld kosten. Die Divergenz lag darin, dass unser Oberspielleiter anderer Meinung war als ich. Das kommt bei Ihnen vor? Das kommt vor. Dass jemand anderer Meinung ist? Ja, leider. Ist ja toll. Leider. Richtig menschlich heute Abend, nicht? Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Man ist ja sonst nicht etwa anders, um Gottes Willen. 4:8, 8:4, Hochzeitsreise und Kosenamen. Gunter Philipp. Hochzeitsreise. Hochzeitsreise. Eine gute wünsche ich. Achtung, fertig, los.
Wo befindet man sich, wenn man auf die Hochzeitsreise geht, im wievielten? Im siebten Himmel. Ja. Man betritt jenen Raum, in dem man die Brautnacht feiert. Schlafzimmer. Nicht? Es sollte mit dem Vorgang, der vorher war, der Trauung verbunden sein. Standesamt. Zimmer stimmt? Nein. Nee. Wo man die Ehe vollzieht. Die Brautnacht. Weiter. Wo die Gondeln fahren. Venedig. Ja. Das Hochzeitszimmer haben Sie einfach beiseite geschoben. Und im Standesamt würde ich das auch nicht empfehlen. Kosenamen. 6 Punkte bis zum Gleichstand. 7 Punkte bis zum Sieg. Also 6 bis zum Gleichstand. Kosenamen. Ich hoffe, Katharina, es fallen Ihnen welche ein. Und ich hoffe, er kommt drauf, was Sie ihm sagen wollen. Achtung, fertig, los. Ja, wie sagt man, oh, du bist wundervoll. Liebling. Du bist, ja, was ist denn das komische Vieh mit den Zähnen und mit den langen Ohren? Häschen. Ja, nein, mit Stöpfchen. Hase. Ja, dann eine kleinere Ratte ist eine. Maus. Ja, und hinten eine Verkleinerung. Mäuschen. Nein, eben nicht Mäuschen. Noch ein Igittigit. Ja, nun, was ist das? Also in Mausi. Dem Falle ist das nicht Igittigit. Das war Mausi. 6 Punkte. 6 Punkte für Katharina Jakob und Herrn Schenk-Larek und 10 Punkte für Frau Rofalski und für Gunter Philipp, der so angeschnallt ist. Ich freue mich darüber. Gunther, dass Sie so oft meine Sendung sehen, dass Sie sofort wissen sollen. Da muss man sich anschnallen. Ja, ich sehe Sie auch. Das freut mich. Ja, ich habe es mir eigentlich schicken lassen. Toll. Ja. Ach, Sie lassen es schicken. Sie gucken sich die Sendung an, Sie lassen sie schicken. Ja, ich spiele ja abends. Ich weiß das doch. Jetzt haben wir die Pyramide. Ja. Und es